Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Immer noch mit dabei der Mulle. Hallo. So, erstmal zu Folgenbeginn mache ich jetzt mal die Musik an. Da habe ich euch nämlich mal einen Gefallen getan. Und habe nämlich mal geschaut und noch ein bisschen neue Musik gefunden. Ist auch in der Videobeschreibung. Und haben mir auch mal einen Gefallen getan. Und es sind ein paar Remixes von Zelda-Lieben, finde ich. Und ganz ehrlich, die hören sich gar nicht mehr so schlecht an. Und noch. Weil ich weiß, sind da ein paar Pokémon-Fans da, sind auch noch ein von Pokémon. Komm mir gerade ein bisschen leise vor, machen wir mal ein bisschen lauter. So, also, nach dem Fiasko von der letzten Folge. Ah, jetzt kommt es mir ein bisschen zu laut vor. Ah, jetzt ist gar nichts da. Ja, so ist gut. Also, hier hat sich immer noch nichts getan. Ist mir jetzt auch zu blöd. Ich habe in nochmal ein paar Foren geschaut und so weiter und es ist anscheinend so, dass der Witch's Cauldron wirklich noch am Rumbuggen ist. Also kann man nichts machen. Also, was machen wir dann stattdessen jetzt? Wir fangen an mit Farmcraft. So. Erste Regel: In dieser Welt wird kein Farmcraft gemacht. So. Wo wollen wir dann mit Farmcraft anfangen? Bist du jetzt schon AFK oder was? Alter, wie kann man so schnell KFK gehen? Also deswegen würde ich sagen, Hallo. wow, du warst aber, du hast echt gut aufgepasst. Ich bessere mich von Folge zu Folge. Man muss doch im Training bleiben. Deswegen machen wir jetzt auf jeden Fall einmal uns eine neue Welt per Mystcraft, wo wir auch in Ruhe mit Formcraft arbeiten können. So. Ja, das klingt gesund. Mythcraft hat sich, glaube ich, auch ein bisschen was verändert, aber keine Ahnung inwiefern. Aber wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir erstmal ein paar Sachen und ich würde sagen, wir haben hier noch einen Raum frei, da können wir doch mal Mythcraft machen. Gut, also wir brauchen einen Inkmixer. Das sind 5 Cleanstone. Cleanstone, da. Komm, nehmen wir einfach mal mit. Eine Glasbottle, die haben wir sogar da. Und 2 Oakwood. Oder generell Wood. So. Inkmixer ist fertig. Wir brauchen einen Bookbinder. Was? Wir haben kein Eisen mehr hier. Doch, aber ein Iron Cubes. Habe ich Ja. immer ein bisschen Scheiße gebaut, die noch nicht zurückgecraftet. Okay, wo? Ach so, Iron Block. Ja, egal. So, Bookbinder haben wir. Wir bräuchten einen Bookstand. Den machen wir uns auch mal gerade. Und ja, ich würde sagen, das ist dann schon mal soweit ganz gut für einen Anfang. So. Wir brauchen dann, wie gesagt, hier den Bookbinder, den Inkmixer und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ein Writing Desk brauchen wir noch. Hier so. Dafür bräuchte man eine Feder. Alter, unsere Legebatterie ist echt gut. Und nein, du machst sie nicht noch besser. Was sehe ich anders? Ich sag dir, wenn du da rangehst, dann reiße ich dir deine Nüsschen so derbe ab, dass du noch am Morgen schreien wirst. Ich wollte gerade. Was? Ah, hier sind sogar Wasserbottles. Okay, was bräuchten wir nachher? Ja. Okay. Gut. Das ist jetzt noch ein Writing Desk. Ernsthaft, jetzt haben wir nicht genug Holz. Warum machen wir das so? Flop, Holz. Waren das nicht die Charge des Quarz, die man ins Wasser werfen musste, um diese Flux zu bekommen? Nein, nein, das waren die Seeds, diese Status Quartz Seeds. Was macht man mit dem Charged? Charged war, glaube ich,
einfach so ein neues, sag ich mal, eine komplett neue Einheit, sag ich jetzt mal, so ein neues Element, neue Kristall. Ja, aber angeblich krieg ich daraus irgendwie die Flux-Crystals. Ja, ja, Flux-Crystal ist ein Charged. Ach so, das ist ein Crafting-Rezept. Okay. Nein, 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 einfach ins Wasser werfen. Ach so. So, jetzt hast du mich gerade rausgebracht. Ich brauche noch Papier. Und wir könnten mal einen Crafting Station mit nach oben nehmen. So, packen wir mal das da hin. Gut. Wir brauchen noch schwarze Farbe. Da haben wir ja ein paar Tintensäcke. Was ist denn kein Netherquarz mehr? Braucht auch Netherquarz und hier noch ein paar. Hier in der Truhe, wo die erstmal so vorher drin waren. Achso. Dann kommt uns im E-System damit. Na. Okay. Inkmixer. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das richtig mache. Wow, irgendwie ja. Ich hab's richtig. Okay, das da rein und ein Link-Panel. So. Boah, hier sind beide richtig Skiller. Jo. Also, Unlinked Linking Book ist fertig. Hey, die neue Musik ist geil, finde ich. So. Da muss ich aber mal gerade einen zweiten Bookstand. So, wo haben wir die Stiggies? Und dann nehme ich. Kannst du da jetzt dran, ne? Was ist? Du kannst jetzt dran, ich brauche gerade geguckt. Okay. Mehr. So. Dann mache ich mir nämlich nochmal. Weißt du was? Wir haben ja noch irgendwo ein Reservoir gehabt, was wir nicht mehr brauchen. Hier. Das hier. Das kalle ich mir dann mal. Weil da brauchen wir echt kein Reservoir mehr. Wo wir ja nicht mehr den Reaktor aktiv nutzen. Packen wir das hier hin. Okay, ein Eimer noch. Alter, hat es gerade geruckelt bei mir. War ich nicht. War schon so, ne? Ja, und da kommt gerade kein Wasser runter oder so. Das ist ja gut. Das ist viel Wasser. Das Wasser hat mein Game crashen lassen. Ah, das ist gut, weil man etwas gefreest. Okay, neue Inquia. Und neues Linking Panel. So. Also. Wir setzen jetzt hier noch ein Linking Book hin. Und dann mache ich jetzt einmal hier. Gehe ich extra mal in meine normale Form. Ich habe keinen Bock, dass das jetzt wegen dem Fliegen ein bisschen rumbackt. An den Linking Book. Man macht Rechtsklick. Und es ist hier hingebunden. Das andere an den Klinkenburg habe ich jetzt einfach mal theoprophylaktisch gemacht. So, dann haben wir jetzt. Wow! Was ist passiert? Ich habe gerade, weil ich eine Decke festgesteckt habe, irgendwie die Hälfte meines Lebens verloren. Über. So. Ich kann dafür sorgen, dass du den Rest verlierst. Und ich kann dich auch direkt vom Server kicken. No. Ich habe da ein bisschen mehr Power. Okay. Jetzt können wir hier einfach ein Buch reinnehmen und dann sagen Desert Biome und dann nochmal hier so eine Inkflasche machen. Jetzt weiß ich auch, was ich verkackt hatte gerade. Nämlich, wenn wir jetzt hier noch so ein Linking Book nehmen und das erstmal da reinklatschen. Das müsste, glaube ich, an erster Stelle genau. Testwelt. So. Wir haben jetzt hier ein One-Way-Ticket gemacht, wie es schon so schön gesagt wird. So. Das setze ich jetzt mal hier hin. Ganz wichtig an dich, Sebastian, nicht reingehen. Okay. Das ist nämlich die erste Welt und wenn ich da jetzt reingehen würde, ohne so ein Linking-Book, wäre ich auch erstmal nur da und könnte nirgendwo mehr hingehen. Klingt lustig. Für dich, weil du da was zu lachen hast, ne? Oh ja.
So, ich habe mein Inventar was geleert. Und dann geht es jetzt in die Testwelt. Testwelt. Ah. Wurde erstmal wahrscheinlich generiert. Ja, genauso geht auch der Server gerade ab. Ja, das ist eine komplett neue Welt, die gemacht wird. Na, hallo, guck mal. Jetzt sag bitte nicht. Und gecrashed. Ja, ich hab's schon mit. Ah. Ich glaube, der fängt sich wieder ein. Also, er ist nämlich komplett abgeschmiert. Ja, ist da. Ach du heilige Scheiße, was ist das für eine Welt? Alter, Alter, what the fuck? Ich muss mal ganz, ganz schnell hier das Buch aufstellen. Ich habe halt irgendwie alle negativen Effekte, die es gibt, auf einmal. Okay, das klingt unterm Strich ziemlich tödlich. Alter. What the fuck? Ich weiß auch richtig viel futtern gerade. Aber hier gibt es Kristalle, das ist sehr schön. Wir können Awesome Stuff. Ja. Mit den Kristallen kann man sich so eine Art Netherportal, sag ich mal, machen. Warte mal, habe ich nicht den Hammer dabei? Natürlich nicht, als ob ich irgendwas dabei hätte. Also so ein paar Kristalle nehme ich echt mal mit. Alter. Das ist echt kaputt hier, was ich höre. Was ist das eigentlich für ein Wasser? Das sieht komisch aus. Ich würde nicht reinspringen. Witchery Bucket Brew. Tödlich. Was ist hier? Ey, sag. Ist das eine Void-Welt? Wow. Sebastian? Ja? Ich bin gerade am Spawn gelandet. Oh, okay, also in der normalen Welt? Ja. Okay. Weißt du was, ich glaube wieso? Warum? Ich glaube, weil die Welt jetzt offiziell tot ist. Ich glaube, da war so mal was. Und wie gehen die kaputt? Wenn man zu lange drin ist ohne... halt, das ist so eine kaputte Welt gewesen. Ach so. Okay, merke, das, was wir hatten, war die beschissenste Welt aller Zeiten. Du bist wirklich reingegangen und tot. Hey, hier ist sogar ein Witchery-Gedönse. Schau ich mal, ob da was Wertvolles drin ist. Nö, nö, nö. Ah, ein Journal of Verfahren, aber wenigstens. Habe ich jetzt noch gesehen. Da. Na. Oh, die neue Musik ist cool, finde ich. Na. Oh, ne, noch ein Witcher Vital. Alter, was wir alles auf dem Findflug übersehen haben. Ah, ein Formium-Sword. Kann man gebrauchen. Kann man auch da lassen. Ganz ehrlich, wenn ich, wenn es jetzt mit... Also, ich bin auf jeden Fall jeden Moment da. Ich sehe schon mal den Baum. Also, oben das. Das ist schon mal ein Anfang. Ja. Was ich jetzt auf jeden Fall gerade gesagt haben wollte. Sammel schnell. Wenn ich jetzt keine richtige Welt mehr hinkriege, mach mal zu, dann mach mal Funcraft eben doch hier. Aber ein bisschen weiter weg, sag ich mal. Okay. Diese Fledermaus, bist du das? Nö.
Na? Hallo, bin ich zu Hause? Ich nehme mal so einen Milcheimer mit, vielleicht hilft da was. Alter, was hakel ich jetzt gerade so? Dann schauen wir mal, ob die Welt kaputt ist. Ob wir da wieder reinkommen. Ja, komm ich. Was du kommst. Oh Gott. Alter. Ich glaube, wenn ich hier einmal landen würde, wäre ich sowas von instant tot. Ich bin für ausprobieren. Ja, vergiss es. Also sofern du es machst, versteht sich. Ja, das war jetzt klar. Alter. Ich fliege jetzt hier mal ein kurzes Stück und wenn hier nichts ist, dann kann man diese Welt wirklich stärker in die Tonne klopfen. Weil nur wegen den Kristallen ist es tatsächlich nicht wert. Sieht schon so danach aus. Ich bin mir gerade mutig und schau mal, was passiert, wenn ich in die... Okay, passiert nichts, wenn ich in die Brühe schwimme. Alter Finne. Alter. Das musst du dir gleich einmal kurz geben. Gut, ich bin wieder zu Hause. Yay. Und nur kurz vorm Krepieren. Aber wirklich kurz. Ein Schlag, ich bin tot. Und das war jetzt keine Aufforderung an dich. Das muss ich mir noch überlegen. Ey, ich hatte wirklich... Wenn du da reingehst, du hast alle Effekte auf einmal. Das kannst du vergessen. Okay, dann mach ich jetzt mal ganz, ganz schnell eine neue Welt. Hier so. Oh, ich weiß schon, was ich in nächster Zeit in den Kommentaren lesen werde. Obwohl eigentlich, ich bin ehrlich, in letzter Zeit kommen eher weniger Kommentare rein. Finde ich irgendwie schade. Ich kann ein paar Kommentare schreiben. Ah, du klärst mich doch nur wieder über die Welt und Pokémon auf oder so, der Kacke. Oder ja, Wikipedia ist groß. Okay. Test 2. Komm, ja. Ich leg das Buch mal gerade raus. Das leg ich hier unten mal hin. Schmeiß ich hier ins ME. Kannst mal. Ja, soweit. Kannst mal schauen, ob. Alter. Ich habe mal ins ME geworfen. Ich muss mal, glaube ich, ganz schnell reconnecten. Na? Irgendwie wurden mir teilweise ein paar Sachen nicht richtig angezeigt, glaube ich. So, was für Futter habe ich jetzt dabei? Gut. Jetzt hätte ich fast vergessen. Oder warte, habe ich noch. Gut. Ich schau mal ein. An den Linking Book. Irgendwas habe ich, glaube ich, vergessen. Ah ja. Ich brauche noch ein zweites von den Teilen hier, von den Buchständen. Sticks. Na. Gut, dann schauen wir jetzt noch mal ganz kurz rein, was die zweite Welt zu bieten hat. Und dann würde ich auch sagen, schaue ich mal ganz kurz rein und da beende ich dann auch die Aufnahme. Weil wir sind jetzt hier im Moment bei 20 Minuten. Ich fall schon wieder runter. Jetzt kann es auch kurz sein, dass du von der Server fliegst. Wirklich? Ja. Sagst du, wenn du die Welt betrittst, dann wird es wohl sehr wahrscheinlich sein. Das könnte daran liegen, dass ich schon in der Welt bin und es hier am Schneiden ist. Oh, und ich bin runter. Ja, ich jetzt auch. Also wieder einmal reconnecten. Da ist er.
Oh, zwei von zwei Spielern sind auf dem Server, finde ich schön. Gut. Okay. Diese Welt ist komisch. Tödlich, wollte sie sagen. Tödlich. Na, tödlich auf jeden Fall. Ah, warte mal, bis ich wieder reinkomme. Ey, wir haben hier wirklich Chunkwechsel hoch 10. Ich bin jetzt gerade in einem Schneebiom, Wald, Blume, Wüste. Das wechselt so schnell. Was zum... Ich will es gar nicht erst wissen. Ich schau mal, ob ich davon irgendwas abgezwackt kriege. Vergiss es, da war ich nicht dran. Aber hier ist jede Menge Glowstone. Das kann man mal abfahren bei Zeiten. Und hier ist Öl. Also wenn du Glowstone brauchst, musst du nur in das Buch reingehen. Okay. Da ist richtig viel. Aber nicht wundern, wenn du auf einmal drauf gehst, ne? Also so Schaden kriegst. Na, oh, ich guck mal. Ah. Oh, und ich bin runtergeflogen. Ja. Das aber kommt vom Laden richtig hinterher. Gut. Komm, würde ich sagen, macht Ben mal jetzt auch hier die Aufnahme. Das bringt nichts gerade. Jo. Gut, würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Jo, ciao.